Fachwerkhäuser können eine Menge über ihre Bauer, Bewohner und die Geschichte erzählen. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in der Hartstraße. Früher war die Hartstraße die Straße, wo die reichsten Leute von Wolfenbüttel gewohnt und gelebt hatten. So auch hier vor dem Haus, wo wir jetzt stehen. Das hatte einem Minister des Herzogs gehört, der größte, prächtigste Fachwerkbau in Wolfenbüttel. Und wer hat nun in diesem Haus gelebt? Später im 17. Jahrhundert wurde dieses Haus von Wilhelm Knust, einem Möbelhändler und Möbelhersteller, erworben und er hatte hier seine Manufaktur eingerichtet, seine Möbelmanufaktur. Und er wurde herzoglicher Hoflieferant. Das ergab dann die Möglichkeit, hier auch das herzogliche Wappen des Herzogtums Braunschweig-Lüneburg an sein Haus anzubringen. Sie sehen aber noch ein zweites Wappen. Rechts davon, das ist das Wappen des Herzogtums Mecklenburg. Auch hier, allerdings sehr spät, wurde das Möbelhaus Knus 1913 entsprechend der herzogliche Hoflieferant für die Möbel, für das Mobiliar des Schlosses in Schwerin.